Servus, was geht und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video heute. Heute möchte ich dir nochmal einen Glitch zeigen, ein kleiner Money Glitch. Auf jeden Fall im Endeffekt möchte ich dir auch zeigen, wie du ein Auto kostenlos in GTA 5 erhalten kannst. Und damit meine ich zum Beispiel der Italy RSX, der neue Ferrari sozusagen in GTA 5. Der ist ja mega gehypt, das schnellste Auto in GTA 5 und das teuerste gleichzeitig. Bevor ich jetzt aber hier mit diesem Glitch anfange, im Hintergrund siehst du nochmal kurz die Garage, es ist alles leer, es wird hier nichts irgendwie gefaked oder etc. Ich möchte dich nochmal kurz darauf hinweisen, falls du noch nicht bei der Verlosung mitgemacht hast, ich verlose im Moment 8 Millionen GTA-Dollar und das ist wirklich mega viel Geld. Wie du da mitmachen kannst, ist ganz einfach. Einfach diesen Kanal jetzt abonnieren, dieses Video liken und in die Kommentare Hashtag Sub schreiben. Einzeln bitte nicht spammen oder sowas, also nicht hintereinander in einen Kommentar 50 Hashtag Sub spammen, weil das dann eben nicht angezeigt wird. Das möchte ich nochmal kurz voraussagen, weil das viele im letzten Video gemacht haben. Du kannst mit diesem Glitch jedes Auto kostenlos erhalten. Ich möchte aber das Ganze jetzt einfach mit diesem neuen Italy RSX machen, diesen Supersportwagen, weil es einfach ein mega krankes Auto ist, sage ich mal. So, das erste, was du jetzt machen solltest, ist das Interaktionsmenü aufrufen und auf GPS Geldautomat auswählen und dann siehst du, wo hier in der Nähe ein Geldautomat ist. Da fliegst du jetzt hin. Wenn du dies gemacht hast, dann gehst du jetzt zu deinem Geldautomat und drückst die rechte Taste, was da steht, und dann ist es ganz wichtig, dass du jetzt das machst, was ich zu dir sage, sonst klappt der ganze Glitch nicht. Und zwar gehst du jetzt auf Abhebung und musst das ganze Geld jetzt gleichzeitig mit X und Optionstaste drücken. Wenn du dies getan hast, kannst du jetzt auf Online drücken und bei Jobs spielen musst du jetzt von Rockstar erstellt, musst du jetzt auf Überlebenskämpfe musst du jetzt eben gehen und musst Schrott und Knochen auswählen. Das Ganze bestätigst du jetzt, dass du eben in diesen Job ja hineinspawnst und einfach kurz dieses, ja, einfach da reinspawnst. In der Zeit möchte ich dich nochmal kurz erinnern, abonniere diesen Kanal nochmal und like dieses Video, es wäre mega krank von dir auf jeden Fall. Glocke natürlich aktivieren, das ist ganz wichtig. Wenn du dies gemacht hast, gehst du jetzt ins Internet auf Finanzen und Dienste und gehst auf Maze Bank. Dann kannst du auf Hauptmenü drücken und wieder auf Abhebung meine ich natürlich. Dann gehst du auf 1 Million und tust gleichzeitig das Ganze abheben, gehst wieder auf Hauptmenü zurück. Jetzt musst du auf Abhebung und gleichzeitig Optionstaste drücken, dann auf Online. Ganz wichtig ist jetzt, dass du auf den Editor gehst. Wenn du im Editor angelangt bist, dann gehst du jetzt auch wieder runter auf GTA 5 beitreten oder einfach GTA 5 einfach. Ihr müsst in GTA 5 einfach wieder rein. Wenn du in GTA 5 auch wieder jetzt bist, dann kannst du jetzt wieder online und in GTA Online wieder reingehen, aber das Ganze in eine geschlossene Freundessitzung. Du bist wieder in GTA Online, dann holst du dir ein Auto oder fliegst halt irgendwie dahin, gehst wieder auf Interaktionsmenü, gehst auf GPS und gehst jetzt auch wieder zum nächsten Geldautomat, was dir angezeigt wird. Jetzt musst du wieder auf den Geldautomat und jetzt einfach 10.000 Dollar abheben und wieder 10.000 Dollar jetzt wieder einzahlen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du dein ganzes Geld einfach wieder auf ein Konto wieder reinmachen. Dann gehst du auf dein Auto, was du jetzt zum Beispiel haben möchtest. In meinem Fall ist das jetzt das Grotti Italy RSX, das neue. Dann wählst du aus, in welcher Garage du das jetzt ungefähr jetzt zum Beispiel haben möchtest, dein Auto. Und wenn du das Ganze hast, drückst du X und gleichzeitig wieder Optionstaste und gehst auf neue Sitzung finden. Wenn du das Ganze getan hast, dann kannst du jetzt auch zu deiner Garage gehen. Und nochmal kurz, Leute, wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt diesen Kanal, Glocke aktivieren und like dieses Video, wäre mega stark von dir. So, in meinem Fall bin ich jetzt auch bei meiner Garage angelangt. Das heißt jetzt, ich kann jetzt ganz easy in diese Garage reingehen und da reingehen halt eben, wo ich das Auto hingelagert habe. Wie du siehst, habe ich es kostenlos bekommen. Oben rechts sieht man immer noch den gleichen Geldbetrag. Also das heißt, ich habe wirklich kein Geld ausgegeben für dieses Auto. Das ist ein kranker Glitch meiner Meinung nach. Also deswegen nochmal ein richtiges fettes Daumen nach oben da lassen. Auf jeden Fall wäre mega nice. Teil dieses Video mit euren Freunden, falls dein Freund sich das auch vielleicht irgendwie mal reinziehen möchte oder sowas. Wirklich
du kannst dieses Auto natürlich jetzt auch verkaufen wieder und machst halt wirklich, ich glaube, mit diesem Auto jetzt 2 Millionen GTA-Dollar, wenn du es verkaufst, und kannst das gleiche einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal machen, und somit kannst du wirklich krankes Geld wirklich in GTA Online haben, gleichzeitig wirklich jedes Auto haben in GTA 5 Online, was es wirklich gibt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, es würde mich mega freuen. Wie gesagt, abonnieren, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.